1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit... Games Island. Und... RW Studio. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist Why Is It Cool und ich erfülle heute einen Zuschauer-Hörerwunsch, denn es wurde mehrfach hier unter der Space Marine Videoreihe der Wunsch geäußert, ob ich mal was zu auch zu Nachfolgeorden, die rein aus Primaris Marines gegründet worden sind, machen kann. Und den Wunsch erfülle ich jetzt, wo ich gerade irgendwie Luft dafür habe und die Recherche passte, natürlich sehr gerne. Und deswegen geht es heute um einen Primaris Space Marines Orden, der de facto ein Nachfolgeorden der Space Wolves ist. Und zwar um die Wolfsspeere. Die Wolfsspeere sind ein Orden, der jetzt erst im Rahmen des Indomitus-Kreuzzuges gegründet worden ist. Sie haben lange Zeit als sogenannte Grey Shields gekämpft. An der Stelle muss man wahrscheinlich einen Exkurs machen, um zu erklären, was sind die Grey Shields. Grey Shields sind Space Marines, primare Space Marines, die von Belisarius Call geschaffen worden sind, die als Verbände aufgestellt worden sind, um Reboot Gilliman zu begleiten auf dem Indomitus-Kreuzzug und die aber noch nicht einem eigenen Orden zugewiesen worden sind, unabhängig jetzt davon, zu welcher Gensart sie gehören, also zu welchem Primarchen, welcher Blutlinie sie sozusagen zugehörig sind oder von der sie abstammen und die dadurch häufig in gemischten Verbänden kämpfen, in dem Sinne, dass Primaris Marines verschiedener Blutlinien, verschiedener Genlinien zusammenkämpfen. Space Wolf Abkömmling mit einem Blood Angel Abkömmling, mit einem Imperial Fist Abkömmling. Also gemischte Verbände, dadurch auch ein höheres Verständnis für die Eigenheiten der verschiedenen Ausrichtungen der Space Marines zu gewinnen, was naturell angeht, was Eigenheiten angeht, was Stärken angeht, was auch Schwächen angeht. Und im Verlaufe des Kreuzzuges sind nach und nach Grey Shields entweder, nachdem der Kreuzzug Kontakt mit den ursprünglichen Orden aufgenommen hat, den ursprünglichen Orden zugewiesen worden. So hier, ihr kriegt jetzt Nachschub in Form von Primaris Marines. Die Reaktion der Orden war sehr, sehr gemischt. Die Black Templars haben das mehr oder weniger eigentlich versucht abzulehnen. Die Space Wolves waren skeptisch. Die Blood Angels waren sehr, sehr positiv eingestellt, weil dringend Verstärkung brauchten. Und die Space Marines, die Primaris Marines, die nicht ihren Mutterorden zugewiesen worden sind, die wurden in neu gegründeten Orden aufgestellt. Und die Wolf Spears sind genau das. Ein neu gegründeter Orden, der ausschließlich aus Primaris Marines besteht. Der Name deutet es ja sowieso schon an. Die Wolf Spears sind ein Space Wolf Nachfolgeorden, die auch sehr, sehr enge Verbindungen tatsächlich zu ihrem Mutterorden halten. Ohne die Organisationsstrukturen der Space Wolves so in der Form übernommen zu haben. Beispielsweise war es so, die Space Wolves waren skeptisch. Und gesagt, ja, ist Primaris, wir sind uns nicht sicher, sind nicht Fenris geboren, sind die überhaupt glaubwürdig, sind die unserer wert? Und die Space Wolves haben, die Wolf Spears haben im Rahmen des Indomitus-Kreuzzuges aber bereits Kampfweisen entwickelt, die für einige der Wolflords und auch für den großen Wolf Logan Grimnar sehr deutlich gesagt haben, das sind Krieger wie wir. Die kämpfen nicht identisch wie wir, aber die haben diese Wolfsmentalität. Denn die Wolf Spears kämpfen in Rudeln und schlagen im Normalfall bevorzugt im Überfalltaktiken zu. Das ist der Frontalangriff, wie ihn Space Wolves teilweise durchführen, wie ihn aber auch andere Chapter, andere Orden viel, viel aktiver durchführen. Das können die Wolf Spears, das machen sie aber nur, wenn es nicht anders geht. Die Wolf Spears sind eher so das Wolfsrudel, was sich an den Gegner heranpirscht, auf eine Gelegenheit wartet, den Gegner umkreist und irgendwann zuschlägt, wenn eine verwundbare Stelle entdeckt wird und dann mit geballter Macht an einem Punkt zuschlägt
und sobald dieser Überfall gelungen ist, wieder verschwindet. Nicht in der Form, wie das Raven Guard zum Beispiel macht. Das ist nicht dieses aus dem Schatten angreifen, sondern alles, was das Lore hergibt, sagt schon recht deutlich, dass das wirklich vergleichbar ist mit dieser Vorgehensweise wie Wolfsrudel jagen. Und die Wolfspears sind, auch das passt wieder so ein bisschen zum Wolfsthema, eine Art nomadische Orden. Sie haben keine eigene feste Heimatwelt, sie haben ihre Flotten, mit denen sie reisen. Und eine Zeit lang waren sie beauftragt, die Pit of Raucus zu bewachen. Das ist ein Warpriss, aus dem regelmäßig Verräterflotten kommen. Und die Wolfspears waren aber immer so ein bisschen Garnisonsverpflichtung, wie sozusagen an einem Ort bleiben, das sind nicht wir, das passt nicht zu uns. Und haben irgendwann die Erlaubnis erhalten, Imperium Nihilus vorzustoßen, also durch den Nachmund-Gauntlet und dann hinüber in praktisch den Bereich, den das Astronomikum nur noch schwer erreicht und den das restliche Imperium auch nur noch schwer erreichen kann. Und dort sind sie jetzt wohl unterwegs in verschiedensten Sektoren, bekämpfen Feinde der Menschheit, sind für ihre Wildheit und auch für ihren, ja, kein Stein auf dem anderen lassen Ansatz berühmt und berüchtigt. Dafür muss man ein bisschen was zur Taktik sagen und auch wieder so ein bisschen zur Mentalität der Wolfspears. Dadurch, dass die Wolfspears keine eigene feste Heimatwelt haben, an die sie emotional gebunden sind, so wie die Space Wolves das mit Fenris haben, fehlt den Wolfspears was. Das bestreiten sie, wenn man sie danach fragen würde. Aber sowohl die Space Wolves selber als auch andere Space Wolf Nachfolgeorden lassen schon durchblicken in ihrer Wahrnehmung auf die Wolfspears und auch in dem, wie sozusagen der Rudelgeruch etc. ist, dass die Wolfspears ein starkes Bedürfnis nach einem festen Zuhause haben, einem Herd, an den man zurückkehren kann nach einem Kriegszug, um mal dieses Bild zu bemühen. Eine Welt, die sie ähnlich befestigen und verteidigen können, wie das die Space Wolves mit Fenris machen. Und dadurch sehen die Wolfspears gegnerische Befestigungsanlagen, Stellungen, an denen sich der Feind eingegraben hat, um Widerstand zu leisten, als persönlichen Affront, als persönliche Beleidigung und als Spott gegenüber ihrer Situation als nomadischer Orden ohne Heimatwelt. Das ist so die eine Eigenheit, die sie haben. Die andere, und da wird es nochmal anders spannend, die Wolfspears sind A, nicht Codex Astartes treu. Gut, das überrascht bei einem Nachfolgerorden der Space Wolves eher nicht. Und B, die Wolfspears halten sich auch nicht an die Organisationsstrukturen der Space Wolves mit dem Thema Großkompanien, einem großen Wolf etc. und auch die Titel sind anders, sondern die Wolfspears sind eine sogenannte Heptarchie. Das bedeutet, sie sind strukturiert in sieben größere Kampfverbände, den Orden insgesamt ausmachen, sogenannten Jarltümer, angeführt von einem jeweiligen Jarl. Das ist Äquivalent zum Hauptmann oder zu einem Wolflord bei den Space Wolves, die dann jeweils ihre Verbände recht unabhängig voneinander führen. Dadurch, dass sie flottenbasiert sind, sind die Jarltümer oft wirklich weit auseinander, räumlich getrennt im Einsatz. Und der Orden sammelt sich wirklich selten und nur, wenn es zwingend notwendig sind, keine andere Option gibt. Diese Jarltümer sind ursprünglich deutlich kleiner als die übliche Sollstärke eines Space Marine Ordens gewesen. Lagen insgesamt so bei 600 bis 700 Mann, wenn es gut lief. Und dann haben die Space Wolves etwas, oder vor allen Dingen Logan Grimnar, etwas getan, was ungewöhnlich ist. Denn Logan Grimnar hat eine ganze Reihe von Space Wolf-Initiaten und auch Veteranen aus seiner eigenen Großkompanie den Wolfspears zur Verfügung gestellt, um die Mannstärke des neuen Ordens zu erhöhen, um ihnen eine bessere Einsatzfähigkeit zu gewährleisten und um nochmal das Band zwischen fenrisianischen Space Wolves und den Wolfspears zu verstärken, zu sagen, so, ihr gehört schon sehr explizit zu uns, trotz der Anfangsschwierigkeiten, aber wir akzeptieren euch als Mitglieder des größeren Rudels der Abkömmlinge von Lemon Russ. Und das ist für die Wolfspears wirklich, wirklich wichtig, weil dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Empfinden, zu diesem größeren Rudel zu gehören, ihnen so ein bisschen dieses Gefühl von Heimat ermöglicht, vermittelt. Und das Thema Rudel
spielt bei ihnen noch viel, viel stärker eine Rolle, als das bei den Space Wolves der Fall ist. Also innerhalb dieser Jarl-Tümer sind die Wolfspears auch in Jagdrudeln organisiert, die durchaus eine Mischung darstellen aus verschiedenen Waffengattungen innerhalb der Space Marines und die Jagdtaktiken auch entwickeln, also auch in diesem kleineren Maßstab, wie das eben Wölfe tun, mit diesen Rudelangriffen. Die meisten Kampfrudel der Wolfspears haben sich schon während des Indomitus-Kreuzzuges zusammengefunden. Das bedeutet, die haben, als sie noch nicht ein gemeinsamer Orden war, schon festgestellt, mit wem komme ich gut zurecht, der zu meiner Blutlinie gehört, wo ergänzen sich Fähigkeiten, wo ergänzt sich militärisches und taktisches Denken, wie kriegen wir das kombiniert. Und diejenigen, die als Grey Shields gut zusammengekämpft haben, haben dann bei den Wolfspears auch diese eigenen Rudel offiziell gebildet, kämpfen bis heute in diesen Rudeln und sind da mit so einer Art Brüderschaft schon von vornherein vereint gewesen, die entstanden ist, bevor es das, den Orden offiziell gab. Ich finde das insofern ganz cool, weil man sagt, okay, man erkennt klar, wo sie herkommen, aber sie sind nicht einfach eine primäre Kopie der Space Wolves. Sie haben ihr eigenes Naturell, sie haben ihre eigenen Gebräuche mittlerweile entwickelt, sie haben ihre eigenen Organisationsstrukturen auch entwickelt. Und all das macht sie für mich zu einem Space Marine, gerade zum Primaris-Orden, der das Beste aus beiden Welten vereinigt. Einerseits diese Vorgeschichte, so nicht so einfach reingeworfen, so hier, das sind jetzt primäres Space Wolves, fertig, ole ole, sondern verwoben in eine bestehende Geschichte und andererseits aber ein Orden, der sehr schnell eine eigene Identität bekommen hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn man so eine Lore-Elemente neu ins Spiel bringen will, neu entwickeln will, ist das meines Erachtens was wirklich Wichtiges, um so eine Gruppierung interessant zu machen, spielinteressant, als auch narrativ interessant zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Sind komplett neu gegründete Primaris-Orden für euch irgendwie narrativ ein Thema, spielerisch ein Thema? Spielt ihr, wenn ihr Space Marines spielt, gemischte Verbände aus Firstborn und Primaris? Oder spielt ihr nur Firstborn Marines in euren Armeen? Spielt ihr nur Primaris in euren Armeen? Ich bin gespannt, was ihr da so in den Kommentaren berichtet. Ich werde mal gucken, es gibt ja noch viel, viel mehr Primaris-Nachfolgeorden, die gegründet worden sind. Dann schauen wir mal, was wir da noch an Informationen mit reinnehmen, an Lore-Geschichten finden können, was hier in Videos verarbeitet wird. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.